Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute haben wir mal wieder ein tolles Kfz am Start. Das ist genauso deine Geschmacks... Finde ich sehr schön, ja. Gefällt mir. Ja, an der Stelle ganz großes Dankeschön an den André, den Kayo Movie. Steht noch drauf. Kayo! Habe ich dir nicht erzählt, wie wir das Auto holen hätten sollen? Ich glaube, der wollte ihn irgendwie ablegen und genau. Schlüssel verstecken oder so. Genau, der ablegen, der, abstellen. Also, ihr müsst ja wissen, ich kenne ihn ja im Endeffekt nur. Oh, ein kleines E-Auto. Also ich kann dir sagen, so klingt der nicht, ja. Werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall, wir kennen ihn ja über Instagram. Wir haben letztes Jahr einmal ein Fotoshooting gemacht. Und jetzt dann vor ein paar Tagen habe ich mal eine WhatsApp geschrieben. Pass mal auf, der Lorenz wäre ja da. Könnten wir vielleicht mit einer Supra ein Video machen. Er so, ja klar, gar kein Problem. Und dann wollte er wirklich den Schlüssel wohin legen, dass wir einfach das Auto holen können. Aber dann war er dann sowas von entgegenkommen, dass er einfach dann mir am Sonntag eine WhatsApp geschrieben hat. Er wäre in der Nähe, würde das Auto direkt bringen. Habe ich so, ja, dann mach. So. Wir werden heute mit dem Auto... Ganz normaler Tag für Toni. Es werden ihm einfach Autos vor die Tür gestellt. Mit 120 PS. Ja. Wir werden auf jeden Fall Auto fahren. Wir werden ein paar Sachen zeigen. Wir werden ein bisschen was erklären, weil es hat eine kleine Liste, was alles gemacht worden ist. Mhm. Aber sieht bevor wir dann fahren und was wir ganz wichtig machen müssen, 100-200 möchte ich mal wissen. Mhm. Ich möchte wissen, was er 100-200 drückt. Aber das ist ja auch nicht mehr ganz Serie-motormäßig, ne? Und nee, nur noch ein bisschen Serie. Ein bisschen. Aber bevor wir fahren, fahren wir jetzt erstmal raus zum Rasthof und waschen die Kiste, weil es hat geregnet und das geht mal gar nicht. Nicht so schön. Also. Okay, also steig mal ein. So! Oh Junge, ich sag's dir auch mit tief. Alter Mann! Warum? Zum Auto waschen, klar. Auch, aber weil es den besten Schaum gibt hier. Geil, nur das Beste. Nur das Beste, das ist richtig so, richtig schaumig. Geil. Gut, okay, wir machen jetzt sauber. Und ja. Hat's nötig ein bisschen manchmal, so an manchen Stellen. Ja, er hat ja noch gesagt, das Auto ist sauber. Aber ja, bis er hergekommen ist, ist er durch den Regen und dann hat's wieder so ausgeschaut. Also, let's go. Im Gegensatz zu unserem Yaris. Aua. Schau mal, das ist gar nicht für mich. Das ist alles so. Nee, das ist alles so klein, ja, und so. Das ist vielleicht ein bisschen auch der Altersunterschied. Da muss ich sagen, da steigt mir den Yaris schon sehr entspannt ein. Ja, so. Hier steigt man halt massiv nach unten. Massiv nach unten. Also man hockt wirklich. Und was wirklich krass ist, jedes Mal, wenn ich das Auto auf Bildern gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist so ein kleines, unscheinbares Auto. Aber wenn du den echt siehst, wie breit der ist und flach, ist schon brutal. Also von innen muss ich auch sagen, sehr hochwertig. Aber bei dem Auto muss ich ganz klar sagen, habe ich so das kleine Problem. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Bayer bin oder bin ich ein Japaner. Ja, ein Japaner. Let's go. Stabil. Ey, der Sound ist schon schön. Der Sound ist schon gut. Wir haben ja den Sound quasi zum ersten Mal gehört mit dem Kayo. Ja, bei den Stream Days. Stimmt. Beim Aulitzki. Nee. Doch. Nee, wir haben doch letztes Jahr schon beim Fotoshooting schon das Auto gehört. Ja, aber da hat er noch nicht die Auspuffanlage gehabt. Du hast recht, genau, da war wir ja haben bei... die Auspuffanlage. Genau. Toni, jetzt... Du hast recht, da war das... Ja, genau, da war die Auspuffanlage. Achtung, ganz neu. Wir schleiden das kurz rein. Ich schalte das mal kurz um. Also der Kayo hat sein Auto noch nicht gehört bis jetzt, aber ich kann ihm versprechen, das wird alles übertreffen. Die Anlage er ist schon pervers. Er schaut ja gerade zu. Er hört es jetzt. Ja, du hattest recht. So war das. Gut, du hast ja recht. Okay. Ansonsten haben wir Aulitzki Exhaust Downpipe.
die Auspuffanlage, was wir jetzt schon erfahren haben. Wir haben Software. Ich glaube, KW V3 ist drin, oder? Es ist ein KW V3 Plus von AHA. KW V3 Plus ist drin. V3 Plus von AHA Industries. Dann haben wir die Maxton Design Frontlippe. Korrekt. Wir haben 9,5 und 11x20. Genau. Mit 265er und 295er. Richtig. Richtig. Dann haben wir gesagt, die Downpipe von Aulitzki Exhaust, die Aulitzki Exhaust Klappenauspuffanlage. Mhm. Wir haben Software. Mhm. Ich glaube, 490. Um die 490. 720 PS Newtonmeter. Und 720 Newtonmeter. Alter! Aber geil. Und eine Fahrwerksabstimmung als natürlich das Wichtigste, Toni. Ja. Wichtigste Leistungsupgrade. Oder Tuning-Upgrade allgemein. Ein Piper-Cross-Luftfilter. Natürlich. Hat er auch Folierung drin. Und. Folierung, ja, die haben wir auch. Seit den Kennzeichenhalter. Den Kennzeichenhalter. Das sind BJ Wheels F98. BJ Wheels genau. F98, genau in weiß. Genau, sehr und die magnetischen Lug Nuts in Rot. Von Foliatec. Foliatec, sowas. Das ist ja. Zum Glück haben wir eine Liste bekommen. Zum Glück, ne? Also, was ich wirklich auch cool finde, ist das Display hier vorne. Das ist schon geil gemacht. Head-Up-Display. Geil. Aber André, der hat schon gesagt, bei dem musst du ein bisschen vorsichtig sein, weil der ist ein bisschen. Ja. Weich auf der Hinterachse, also er neigt sehr dazu, ja, die Räder zum Durchdrehen zu bringen. Und das trotz 295, ne? Alter, der klingt ja brutal. Also ich finde, das Gebrabbel ist genau richtig. Boah, ich bin da zurückgeschaltet. Das Einzige, was ich wirklich jetzt ein bisschen schade finde, dass das Lenkrad so dünn ist. Das hätten sie vielleicht unterfüttern können. Nee. Ein bisschen dicker machen. Ein bisschen dicker. Da ist wirklich vom Yaris, der ist richtig soft, also das Lenkrad ist richtig soft und halt, ja, dicker. Das ist hier ist es sehr dünn. Das ist was für Frauenhände. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, vom Sitz her, also ist halt überhaupt nicht so BMW-Style. Du sitzt halt schon sehr im Rennauto. So deine Füße gehen halt nur nach vorne. Ja, okay, das ist mal hier. Da ist nichts mit nach unten. Jo, da geht nicht. Alter Vater. Ja, da spürt man schon, dass da was geht. Ja, ein bisschen besser als unser Yaris. Ein bisschen besser. So, dann schauen wir mal, dass wir jetzt auf die Bahn kommen. So, schauen wir mal. Autobahn. Hoffentlich ist nicht so viel Verkehr. Was denkst du? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wie? Weiß ich nicht. Also wir haben ja, wenn jetzt überlegt, der i30N, wo wir immer, der beste, was wir gemessen haben, glaube ich, bei 14 noch was mit 200. 75 PS. Also ich hätte jetzt spontan aus dem Bauch gesagt, irgendwas knapp unter 10. Aber ich habe auch gar keine Ahnung. Nein. Ich habe also wirklich keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. Pass auf. 1, 2, 3, los. Ist doch ein stabiler Wert, ne? Alter Falter, ohne Scheiß, das Ding geht echt brutal. Der schiebt echt böse an. Ja. Also, echt Wahnsinn. Ohne Scheiß, André, ich habe jetzt ganz schwitzige Hände, der geht echt stabil. Macht Spaß, ja. Gut, ich würde sagen, wir fahren zurück und dann sehen wir uns gleich. Wir sind jetzt hier beim André, haben ihm sein schönes Kfz zurückgebracht. Ja, danke. Aber wisst ihr, was geiler ist? Den André interessiert seine Kiste gar nicht mehr und hat bloß noch Augen für unsere kleine Knutschkugel hier. Ist halt echt mega. So, hätte halt ich auch gesagt. Also Leute, ich muss eins sagen, ne? Das ist ein crazy Dude. Ne? Was da drin in Kisten stehen, aber wir dürfen es auch nicht zeigen, verdammte noch nicht, Axt. Noch nicht. Alter Schwede. Kommt noch. Müssen wir nochmal kommen. Kommt noch. Ganz ehrlich, fettes Dankeschön, dass du das Auto gegeben hast. Vor allem halt wirklich ganz entspannt. Ja, ich stelle die Kiste hin, den Schlüssel holt er halt da, ne?
Und dann sagt er so, ja, ich hätte heute eh nichts zu tun, ich stelle mal das Auto zu dir hin. Sag, alles klar. So, und wir haben den gestern übrigens gemessen, habe ich dir geschrieben. Okay. Genau, 8,37 korrigiert. Und ich sag's jetzt mal auch ganz offen und ehrlich, die Kiste geht brutal vorwärts, also meiner Meinung nach, aber auf der Landstraße macht sie mir null Spaß. Sie vermittelt mir so, sie will immer hinten und das macht mir keinen Spaß. Und da muss ich ganz klar sagen, da bin ich hier mehr zu Hause, obwohl es irgendwie viel weniger Leistung hat. Aber er hat es auch gesagt, so auf der Geraden brutal. Das ist halt, ist klar, aber das ist halt Fahrspaß. Also das Ding, glaube ich, macht halt mehr Bock. Das ist wie im GT86, das ist halt Fahrspaßauto. Da hockst halt rein, ballerst, schürst, hardierst. Ist zwar ein geiles Auto, super, aber... Absolut. Ja. Also jeder, wo wir waren und wo wir gesehen haben, oh geil, geil, was ist das für ein Auto, ey. Ja. Ja. Und wir haben sogar nochmal so 225 auf, oh geil, die Supra, voll ja, geil. Vor allem noch geil, weil wir haben damit gestern einen beeindruckt. Mhm. Der ist ja so richtig eigentlich von einem ganz anderen Schlag, ne? Ja. Aber sogar der war begeistert. Ja. So. Ich will auch nicht lang rumquatschen, weil wie ihr seht, da hinten fängt es schon zum Regnen an und ich möchte nicht, dass der André hier nass wird mit seinem schicken Zimmer. Ja, hier, und natürlich das frisch geputzte Auto. Wir haben den nochmal gewaschen für dich, weil der war sehr dreckig gestern durch den Ding. Aber ganz ehrlich, deine weißen Felgen. Hardcore geil, ne? Voll! Alter, du fährst 50 Kilometer, die Dinger schauen scheiße aus. So, ja, Hardcore. Mega. Also, wenn das Auto wenig bewegt. Du hast jetzt schon eine Weile, ne? 2019, Ende 2019 kauft, dann habe ich einen, ich habe gekauft, dann eingestellt und dann 20 umbaut und jetzt, ja. Aber jetzt hat er 10.000, glaube ich. Ja, genau, 10.000 hat er jetzt drauf, ja. Mhm. Okay, cool, das war's von unserer Seite. Wir werden übrigens seinen YouTube-Channel bei uns noch verlinken. Oh, also unten schaut mal rein, er macht nämlich auch geile Car-Porns. Danke. Car-Porns, ne? Und ja, nochmal danke, André. Gerne, war meine Ehre. Vielleicht können wir mal das Fahrzeug, was da drin steht, mal fahren. Da stehen ja mehr, aber das eine würde mich voll reizen. Ja. Bald. Irgendwann. Bald. Wenn ich alt bin. Wenn ich so graue Haare habe wie du. So, tschüss. Genau, an der Stelle nochmal Leute, danke fürs Zuschauen. Haut's rein. Ciao, bis zum nächsten Mal.